Heute präsentieren wir euch den leistungsstärksten legalen E-Scooter auf dem deutschen Markt. Kommt mit! Ja, was wir heute testen, das stellt alles Bekannte in Sachen Motorleistung in den Schatten. Der SO4 Pro in der zweiten Generation von SoFlow. Stärkster E-Scooter im Test und ordentlich Feuer im Blut. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ich bin Henne und bevor wir uns jetzt gemeinsam auf die Teststrecke stürzen, noch ein kurzes Wort zum Sponsor unseres heutigen Videos. Wie ihr sicherlich wisst, benötigt jeder E-Scooter in Deutschland eine Haftpflichtversicherung. Ihr weist das ganz oldschool mit dem Klebekennzeichen hinten am Fahrzeug nach. Ja, und so kommen bei den meisten von uns eine ganze Reihe von Versicherungen zusammen und auch eine ganze Menge Papierkram. Wäre es nicht viel smarter, dies alles an einem Ort und vor allem digital zu verwalten? In der kostenlosen Clark-App, die es für Deutschland und Österreich gibt, kann man seine bestehenden Versicherungen hinzufügen und einfach managen. Das ist zum Beispiel praktisch im Schadensfall, da man nicht lange nach seinen Versicherungsunterlagen zu suchen braucht. Mit Clark dagegen habt ihr alle Informationen in einer App immer zur Hand. Ihr könnt eure bestehenden Versicherungen auf Wunsch von den Clark-Experten bewerten lassen, optimieren und auch fehlende Versicherungen ergänzen. Ich habe Clark für euch in der Videobeschreibung verlinkt, zusammen mit einem Rabattcode. Wenn ihr diesen nutzt und 3 bestehende Versicherungen in die App übernehmt, erhaltet ihr einen Gutschein von bis zu 45 Euro, den ihr dann zum Beispiel bei Amazon einlösen könnt. Ich danke Clark recht herzlich für die Unterstützung. Ja, nach dem turbulenten Start verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über das Fahrzeug, checken Verarbeitung, machen unsere Probefahrt und zum Schluss wie immer ein kurzes Fazit. Unseren Überblick beginnen wir wie so häufig oben am Lenker und euch ist sicherlich hier schon dieses Control Panel ins Auge gestochen. Hier wird der E-Scooter zum einen eingeschaltet und ihr könnt den neuen integrierten Blinker aktivieren. Ja, außerdem Bremsgriff, dazu im Praxistest mehr und ihr kennt sie schon, die YouTube-Glocke. Jetzt läuten, dann verpasst ihr garantiert keine Videos mehr von uns. Das Display in der Lenkermitte, ja, sonderlich auskunftsfreudig ist es nicht. Fahrstufe, Endgeschwindigkeit, Akkustand mit 4 Balken und die bisher gefahrenen Kilometer. Außerdem rechts oben in grün der Status der integrierten Beleuchtung. Die Front-LED ist teilintegriert, kennen wir so auch von anderen Fahrzeugen und wir kommen im Praxistest dann nochmal darauf zurück. Ja, auch das Rücklicht ist ein alter Bekannter. Ja, kann man machen, ist soweit aber nichts Besonderes. Erfreulich dagegen, es wird eine App mitgeliefert. Hier könnt ihr die Fahrstufe wählen, seht einige Fahrdaten und könnt die Wegfahrsperre aktivieren. Außerdem lassen sich in der App sogenannte Flow-Miles sammeln, die sich dann bei SoFlow gegen Prämien umtauschen lassen. Insgesamt ist der Funktionsumfang dieser App aus meiner Sicht aber noch ausbaufähig. Rechts am Lenker dann noch ein weiterer mechanischer Bremsgriff und das Daumengas. Der Druckpunkt ist in Ordnung, da gibt's erstmal nichts zu meckern. Jo, insgesamt würde ich den Lenker hier als aufgeräumt bezeichnen. Das ist soweit gelungen. Wenn wir uns dann hier weiterarbeiten, sehen wir hier am Lenkerrohr einmal die Aufnahme für den Klappmechanismus, mehr dazu gleich, und das SoFlow-Logo in Verbindung mit einem grün-schwarzen Farbverlauf. Und dieses für SoFlow typische Farbkonzept spiegelt sich dann auch im Rest des Fahrzeuges wieder. Hier bleibt SoFlow seiner Linie treu. Interessante Neuigkeiten verbergen sich aber hier unter dem Trittbrett und werden auf Knopfdruck sichtbar. Und dabei handelt es sich um das neue Wechselakkusystem, das SoFlow der zweiten Generation des SO4 Pro spendiert hat. Der Akku dieses Fahrzeugs umfasst 10,5 Amperestunden, bringt eine realistische Reichweite von 30 bis 35 Kilometern und, sehr erfreulich, ihr könnt den Akkustand direkt hier am Akku kontrollieren. Wir laden das 48-Volt-System intern oder extern mit 3 Ampere und landen so bei etwa 4 bis 5 Stunden Ladezeit. Laden könnt ihr übrigens auch euer Smartphone, denn der integrierte USB-C-Port macht den Akku des SoFlows zur wohl größten Powerbank der Welt. Inwieweit das Gummi der Trittmatte hier durch das Klappen auf Dauer leidet, das können wir an dieser Stelle noch nicht beurteilen. Ein anderes bekanntes Problem hat SoFlow hingegen bereits korrigiert. Zum Schließen der Akkuklappe muss jetzt erst wieder der Knopf am Lenker betätigt werden. Das soll verhindern, dass ihr versehentlich die Abdeckung schließt, ohne den Akku eingesetzt zu haben. Mit eingesetztem Akku kommen wir hier auf ein Gewicht von 18,9 Kilo und zusammengeklappt lässt sich der E-Scooter dann auch einigermaßen transportieren. Der Klappmechanismus, ja, der tut das, was er soll. Das funktioniert soweit ganz gut. Die Kabel sind hier auch gegen Knicken zusätzlich geschützt. Nur die Lenkergriffe lassen sich wie so oft leider nicht weiter einklappen.
Bevor es dann gleich auf die Teststrecke geht, jetzt noch ein kurzer Blick hier auf die Verarbeitungsqualität des E-Scooters. Die Schweißnähte sind sichtbar, machen aber soweit einen ordentlichen Eindruck. Ja, das Chassis wirkt insgesamt sehr, sehr solide und da wundert es nicht, dass die maximale Zuladung mit 150 Kilo angegeben ist. Die Kabelführung ist verdeckt, was ebenfalls sehr erfreulich ist. Typische Schwachstellen bei E-Scootern wie die Schutzbleche machen beim SO4 Pro in der zweiten Generation einen guten und soliden Eindruck. Auch von unten betrachtet, hier keine böse Überraschung zu sehen, achtet jedoch regelmäßig auf den korrekten Sitz der Schrauben. Augenscheinlich wird SoFlo hier seinem Anspruch als Schweizer Hersteller gerecht, wenngleich natürlich diese Fahrzeuge wie bei anderen Mitbewerbern auch in Asien gefertigt werden. Nicht so gut hingegen gefiel uns hier die Verklebung der Trittmatte, das ist ein typischer Ort, wo sich Schmutz und Dreck ansammeln wird. Zur Wasserdichtigkeit und damit zur Regentauglichkeit macht der Hersteller auf seiner Webseite leider keine Angaben. Außerdem setzt SoFlo leider immer noch auf klassische Schlauchreifen und wer es einmal hinter sich hatte, weiß, ein Reifenwechsel macht keinen Spaß. Das Dichtmittel Slime kann hier eine Hilfe sein und auch der akkubetriebene Luftkompressor sollte aus meiner Sicht bei keinem E-Scooter-Fahrer fehlen. Wir starten hier wie immer mit unserem Agilitätscheck. Dabei wichtig das Zusammenspiel zwischen Gas und Bremsen und wir gucken mal, wie der SO4 Pro hier um unsere Hütchen kommt. Ja, und nach diversen Durchgängen müssen wir sagen, dass das tatsächlich besser funktioniert, als wir dachten. Zudem bietet das große Trittbrett auch Füßen jenseits der 46 ausreichend Platz, sodass wir uns hier jederzeit sicher fühlten. Auch bei sehr dynamischen Fahrmanövern. Etwas irritierend, allenfalls die leicht verzögerte Gasannahme, woran man sich aber sehr schnell gewöhnen kann. Der SO4 Pro besitzt eine gute Straßenlage bei gleichzeitig hoher Agilität. Der Hersteller setzt auf eine mechanische Scheibenbremsanlage vorne und auch auf dem Hinterrad. Motorbremse und Rekuperation sind hingegen nicht vorhanden. Mehr dazu gleich. So, und wir starten mit der hinteren Bremse. Wir beschleunigen auf die Höchstgeschwindigkeit und ziehen dann voll 21. durch. 21. Hintere, jetzt. Der Bremsweg wird wie immer markiert und später vermessen. Am Schluss gibt's dann das amtliche Endergebnis für euch. Und damit kommen wir auch schon zur Vorderradbremse. Ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ist die zu bissig, kann das auch schnell nach hinten losgehen. Aber ihr seht es, der Bremsweg ist tatsächlich hier in beiden Fällen identisch. Das hatten wir auch noch nicht. Wir testen die Bremsen übrigens immer mit Werkseinstellung. Ihr könnt diese aber natürlich nach eurem persönlichen Bedarf einstellen. Wir kommen jetzt auch schon zur Gefahrenbremsung, werden also beide Scheibenbremsen voll anziehen. 21. Als hätte ich es gewusst. Guck mal. Ja, und auch hier wieder eine unerwartete Punktlandung am Hütchen, was hier schon zufällig an der Strecke lag. Entscheidender aber, der Bremsweg hat sich deutlich verringert und das Fahrzeug hat beim Bremsen jederzeit einen sicheren Zustand beibehalten. Und hier dann auch schon die Ergebnisse des Bremstests. Hier hat SoFlo sich keinen Patzer geleistet. Die Ergebnisse bewegen sich im guten Mittelfeld. In Sachen Fahrkomfort setzt SoFlo einzig und allein auf die Federwirkung von luftgefüllten 10 Zoll Schlauchreifen, vorn und auch hinten. Ein Fahrwerk ist nicht verbaut und da bin ich natürlich schon richtig jetzt gespannt, wie sich das Fahrzeug auf den verschiedensten Untergründen anfühlt. Hier auf dem guten Untergrund ist das natürlich gar kein Problem und da sind Schlauchreifen tatsächlich den Tubeless-Reifen auch immer ein wenig überlegen. Aber wir wechseln jetzt mal hier auf das Kopfsteinpflaster und ja, schaut mal oben auf meine Hände. Ja, da kommt natürlich immer ein wenig was beim Fahrer an. Auch hier auf Schotter, das spürt man natürlich und spätestens hier auf dem Rasen, ja, da ist natürlich dann vorbei, denn ein Offroad-Scooter, das will der SoFlo SO4 Pro in der zweiten Generation natürlich auch nicht sein. Aber eine Sache wird hier schon ziemlich klar, der hat ordentlich Druck und schiebt euch hier brachial über den Rasen. Das ist also wirklich gar kein Problem, da bricht die Geschwindigkeit überhaupt nicht ein und da verspricht natürlich dann gleich der Leistungstest ganz am Ende sehr, sehr spannend zu werden. Ja, in Sachen Fahrkomfort würde ich sagen, ist das natürlich ein Roller, der in die Stadt gehört, der auf guten Untergrund gehört und nicht ins Gelände.
Das muss einfach jedem an dieser Stelle klar sein. Auf der anderen Seite holt er natürlich aus Luftreifen das Maximum raus. Wir haben Schläuche, wir haben 10 Zoll. Das ist, würde ich sagen, schon das Maximum, was hier in dieser Fahrzeugklasse geht. Auch die Lenkerhöhe und Breite geht hier bei einer Größe von über 1,90 noch völlig klar. Und auch die Füße, das sagte ich schon, finden auch jenseits der Größe 46 noch ausreichend Platz. Der SO4 Pro verfügt wie auch schon sein Vorgänger über einen 500 Watt Getriebemotor im Hinterrad. Den könnt ihr hören, aber auch deutlich spüren. Wir fangen aber mal ganz harmlos hier in der Ebene an mit der Geschwindigkeitsmessung. Links die GPS-Messung, außerdem auch das Tacho des E-Scooters. In Deutschland zulässig 20 km/h plus 10% gesetzliche Toleranz, macht also 22 km/h max. Und wir schauen mal, was unser heutiger Kandidat daraus macht. Ja, die Beschleunigung, die ist tatsächlich ordentlich. Der Anzug minimal verzögert, das ist sicherlich auch dem Getriebe geschuldet. Und richtig erfreulich, ihr seht es hier, wir fahren laut GPS 22 km/h. Das ist natürlich spitze. Es schwankt immer so ein bisschen, das ist dem Signal geschuldet. Die gesetzliche Toleranz wird hier aber voll mitgenommen. Richtig gut. Ja, und seine wirklichen Stärken, die spielt ein Getriebemotor natürlich bei Steigungen aus. Und deshalb geht's mit dem SO4 Pro jetzt ins Parkhaus auf unsere 15%. Rampe. Und hier seht ihr jetzt nochmal eindrücklich, was ich mit verzögerter Gasannahme meinte. Seid beim Anfahren am Berg also besonders vorsichtig, sonst haut euch hier die enorme Kraft des Rollers schlichtweg vom Trittbrett. Im zweiten Anlauf klappte dann alles problemlos und wahnsinnig schnell. 15. Und er denkt sich so, okay, ich mach weiter. Ja, um unseren SO4 Pro ernsthaft herauszufordern, waren unsere Rampen hier einfach zu kurz. Da, wo andere einbrechen, hat er immer noch weiter in die Steigung hinein beschleunigt. Die Geschwindigkeit stieg, anstatt zu fallen. Ja, das ist natürlich wirklich krass. Und auch das Anfahren hier direkt auf der Steigung ist ein Kinderspiel. Werft ihr nochmal einen Blick auf den Lichtkegel. Ja, der ist ordentlich hell, in der Breite vielleicht noch ausbaufähig. Gar nicht ausbaufähig ist hier aber die Geschwindigkeit bei Steigung. 17 km/h haben wir hier. Das ist wirklich sensationell. Übrigens sind die Blinker hier bei Dämmerlicht sehr gut sichtbar. Ihr solltet aber nicht zu breit sein, um sie nicht durch euren Körper oder Klamotten zu überdecken. Ja, in unserem letzten Test, da schicken wir den SO4 Pro jetzt noch über die Hannoverschen Alpen mit Steigung jenseits der 20%. Und ja, schaut euch das einfach mal an. 13, 12, 11, 12. Das ist der Hammer. So schnell ist hier tatsächlich noch kein E-Scooter hochgekommen und er zieht durch. 13. 13. Und hier scheint die Herstellerangabe einer Steigfähigkeit von bis zu 33% tatsächlich mal sehr realistisch zu sein. Diesen grandiosen Sieg hier am Berg verdankt der SO4 Pro natürlich ganz klar seinem Getriebemotor. Prinzipbedingt gibt es dabei auch kleinere Nachteile wie das Fehlen der Rekuperation, höherer Verschleiß und natürlich das schrille Motorgeräusch. Und damit sind wir auch schon hier zum kurzen Fazit zum SO4 Pro der zweiten Generation. Der Hersteller hat hier sinnvolle Updates vorgenommen, Blinker, Akku, das macht Spaß. Insgesamt ein E-Scooter für all diejenigen von euch, die viel Kraft benötigen, sei es, weil ihr in den Bergen wohnt oder einfach selbst ein wenig mehr auf die Waage bringt. Da macht ihr wenig falsch. Einzig und allein das Motorgeräusch fand ich so ein wenig nervig, aber man gewöhnt sich dann doch relativ schnell daran. Was uns sonst noch aufgefallen ist, seht ihr jetzt hier in dieser Übersicht unter dem Video wie immer Gutscheincodes, Angebote, wo ihr beim Kauf des Rollers noch ein wenig sparen könnt. Wie hat euch unser Kraftpaket gefallen? Schreibt es doch jetzt mal in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch jetzt wie immer sehr herzlich fürs Zusehen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht und dann sehen wir uns schon ganz bald hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ciao! Ja, und ganz zum Schluss habe ich hier ein Video zum Thema E-Scooter-Versicherung für euch und auch nochmal meine Playlist mit sämtlichen E-Scooter-Tests. Viel Spaß!